So Leute, begrüße euch, es geht weiter. Jetzt kommt der Saisonübergang. Wir gehen also quasi vom 30.06. auf den 1.07. Damit wird die neue Saison eingeläutet. Wir sehen hier noch das Finale der WM, wird im Elfmeterschießen entschieden. Brasilien holt den, oh, ich bin mir nicht sicher, helft mir mal gerade, ich glaube fünften WM-Titel? Oder ist es schon der sechste? Ich bin mir nicht sicher. Sind die damals. Der müsste eigentlich der fünfte sein. Alles klar. Ja, da sehen wir es nochmal. Ablöse für Tomáš Pekarč ist Vereinsrekord für die Blackburn Rovers. 9,5 Millionen lassen sie sich. Ja, den Mann aus Tschechien hier kosten. 25 Jahre ist er ja mittlerweile alt. Hat für uns in 84 Spielen 41 Tore gemacht, was ganz ordentlich war. So, Transfers haben wir noch. Wollscheid, der geht schon wieder. Also der wird hier zum Wandervogel. Vom AC Mailand zum FC Arsenal auf die Insel. Wer ist denn bitte Kevin Maxwell? Stärke von 80, ein Stürmer von Hull City zu Newcastle für 17 Millionen. Wer ist er denn? Kommt denn der her? Ach, von West Ham kommt der. Alles klar. Interessant, dass sie so Spieler haben. Ich glaube, früher der letzte Spieler, der von West Ham wirklich gut war und vom großen Verein aufgekauft wurde, ich glaube, das müsste Frank Lampard gewesen sein. Aber es ist schon 500 Jahre her mittlerweile. Gut, wir gehen weiter. So, da sind wir jetzt wieder. Der Europäische Fairnesspreis für diese Saison sind wieder insgesamt 16 Vereine hier aufgeführt. Drei Stück werden am Ende hier das Glück haben, hier aufgeführt zu sein. Mal gucken, wer das ist. Saknin aus Israel. Chisinau weiß ich gar nicht. Und Poti kenne ich auch nicht. Interessant. Gehen wir auf jeden Fall mal weiter. Die Elf des Turniers der WM haben wir hier. Wayne Rooney, Klaas-Jan Huntelaar im Sturm vorne, De Marcos, Fabregas, De Rossi und James Milner im Mittelfeld hier aufgeführt. Kolarov von City, David Luiz, Thiago Silva und Dani Alves, eine fast komplette brasilianische Abwehrreihe, bis auf hier Kolarov. Patricio, wo kommt der her? Der ist aus Portugal, ja. Torjäger ist Torschützenkönig, Klaas-Jan Huntelaar geworden vor Gomez und Soldado. Okay. Hier haben wir nochmal den Kickerbericht dazu. Spieler des Turniers, Klaas-Jan Huntelaar, Torschützenkönig auch. Also was eine Saison von ihm. Ist immer noch bei Schalke. Ich bin mal gespannt, ob das in ein paar Wochen immer noch so sein wird. Marokko war die größte Überraschung des Turniers und Italien die Enttäuschung. Da habe ich überhaupt nichts gegen. Das haben die verdient, die Säcke. Alles klar, gehen wir weiter. Auf- und Abwertungsrunde von der Fußball-WM. Das ist also nicht so spannend. Ultra fix. Und mal gucken, haben wir hier Deutsche dabei? Ja, Gomez hat sich einen verbessert, genauso wie Badstuber. Sonst noch irgendwo jemand? Zabaleta. Haben wir gedacht, vielleicht irgendeiner von uns. Wijnaldum, da haben wir ihn. Der hat sich auch verbessert. Zwei Punkte gemacht. Unglaubliche Auftritte. Riesenschritt nach vorn gemacht. Ist der immer noch beim PSV? Ja, genau. Können wir das immer so ein bisschen gagmäßig machen und können uns den auch holen. So, lieben Gruß an Bergi. So, der doppelte Wijnaldum. Ne, ich glaube, das ist auch eher nicht realistisch. So viel Kohle hätten wir gar nicht übrig. Ja, Leute, letztendlich sind wir endlich hier angekommen beim Saisonübergang. Gucken wir uns das mal an im Einzelnen. Die Saison, ja, hier wird das rot angezeichnet, dass wir hier ausgeschieden sind im Halbfinale jeweils. Champions League und DFB-Pokal, als ob das was Schlechtes wäre. Das ist natürlich kompletter Blödsinn. Ja, Abgänge 29 steht hier. Haben wir denn so viele auslaufende Verträge gehabt? Feststehende Abgänge zur neuen Saison 2, beste Entwicklung, Pascal Itter 4 Punkte. 23,75 Millionen Finanzergebnis. Stadionauslastung 99%, das ist ja geil. Das ist ja klasse. Neuzugänge 13. Wir hatten als Saisonziel gesichertes Mittelfeld. Wir haben Platz 4 erreicht. Sehr schön. Auf jeden Fall. Bester Feldspieler war Pinola. Bester Torschütze Barbio. 22 Buden. Die hat er natürlich nicht für uns gemacht. Kiyotake 9 Vorlagen. Gucken wir mal zweite Mannschaft. Bester Feldspieler war Clement. Bester Torschütze Baktasch. Sehr schön. 23 Tore. Meiste Vorlagen war auch Clement. Ja, das hier zählt anscheinend für alle. Also für erste und zweite Mannschaft, denke mal nicht, da hat sich nichts verändert. Okay, Budgets, mal schauen. Das sieht super aus überall. Alles okay, genau wie auch letzte Saison schon. Da haben wir wieder super gearbeitet. Einen Bonus haben wir bekommen von 271 Punkten. Aufgrund dafür, dass wir hier alles so gut erfüllt haben. Status ist überall perfekt. Wunderbar.
Die Spieler. Shaqiri, der fairste, unfairster Mann, war Clemens Fritz. Jüngster Spieler, Marcel Sabitzer, der älteste, ist auch im Trikot von uns unterwegs gewesen. Timmy Simmons. Ist mal gerade so ein läppischer kleiner Unterschied von 17 Jahren. Effektivster Spieler, klar, Lewandowski mit seinen 35 Saisontoren, 37, ich weiß es immer noch nicht, 37, steht auch da. Darko Budul war der schlechteste Stürmer überhaupt, also nicht Timo Pukki, ein Wunder, also doch niemand anders. 5 Tore für ihn. Bester Spieler war Jan Lechaks vom HSV und der Joker Junior Fernandes von Leverkusen. Hier könnte man jetzt auch noch bei Regionalliga gucken. Genau, Nicola Della Schiava war der Jüngste mit 17 Jahren, 6 Tage. Also der hat die ganze Zeit als 16-Jähriger da gegrätscht in der Saison. Sehr schön. Okay, Tops und Flops. Bester Sturm Bayern, schlechtester Sturm war ohne Überraschung Mainz. Beste Abwehr Dortmund, schlechteste Abwehr, wen wundert es, Mainz. Die fairste Mannschaft waren die Kölner, die unfairsten die Bremer. Bestes Heimteam, bestes Auswärtsteam, das machen hier die Top-Vereine in Deutschland aus, München und Dortmund. So, Saisonanalyse. Das sieht doch mal wunderbar aus. Nur Plus, nur Grün, alles perfekt. Also so kann es weitergehen. Wollen wir mal schauen, was jetzt kommt. So Leute, Fernsehgelder. Ganz spannend und auch ganz, ganz viel Kohle, was hierbei rauskommt. Ja gut, die Festpreise sind ja bei allen gleich. Das sind knapp 12 Millionen. Wir für den vierten Platz bekommen 16,04 Millionen obendrauf. Ja gut, für die Regionalliga ist klar, da gibt's nichts. Saisonzusammenfassung. Das sehen wir hier. Leider der Verein, der uns besiegt hat in der Champions League. Ja gut, die haben es am Ende auch dann gerissen gegen Real Madrid. Manchester City gewinnt hier die Champions League. Europa League auch in englischer Hand. Chelsea geholt die. Und Supercup und Clubweltmeisterschaft, die gehen hier an den FC Barcelona. Ja, die scheinen ein bisschen zu schwächeln. Wir können mal schauen. Pokalsieger haben wir bei uns ja gesehen. Der HSV. Chelsea in England. Frankreich hat es hier Toulouse geholt. In Italien Genua. Und wo haben wir denn hier die Holländer? Niederlande. Ja, das war Heerenveen, überraschend. Portugal Sporting. In Russland war es Moskau. Celtic, überraschenderweise in Schottland. Schweiz war es der FC St. Gallen. Und Spanien zum Abschluss. Ne, Österreich haben wir da unten noch. Das war Mattersburg. Und Spanien Valencia holt es. So, Auf- und Absteiger. Da wollen wir nochmal schauen. Ja, in der Bundesliga nur 2 Aufsteiger, weil die Relegation, ja, da keinen dritten Aufsteiger gebracht hat. Es kommen wieder hoch Fürth und Düsseldorf haben wir gesehen. Aue, Bielefeld und Leipzig kommen in die zweite hoch. Kaiserslautern, Mainz steigen in die zweite ab. Und in die dritte Liga steigen ab Aalen, Frankfurt und Rostock. Hier sehen wir die Aufsteiger in die dritte Liga. Burghausen, Stuttgarter Kickers und die Borussia Mönchengladbach 2. Ah, ne, das sind die Absteiger. Ich dödel. Da muss ich gucken. Wo steht denn das da? Ach, Jena, Schalke 2 und Bayern München 2 haben es geschafft. Okay. Können wir mal gucken, vielleicht in England. Aber das ist eigentlich auch nicht so spannend, wer jetzt da aufsteigt oder absteigt. Swansea, City, West Ham und Nottingham. Dafür kommen hoch Middlesbrough, Hull City und Reading. So, die Jugendarbeit. Bester Verein, FC Barcelona. Ja, das war mal ein knappes Ding mit Chelsea. Die sind ganz dicht dran da oben. Wir sind die Beste in der Bundesliga mit 172 Punkten. Habe ich ja jetzt gesehen. Klasse. Also wir haben schon einige Talente jetzt mittlerweile da drin, muss ich schon ehrlich zugeben. Hier ist einiges explodiert. Wir hatten in der letzten Saison, glaube ich, noch rot überall. Fernsehgelder, ein Plus von 5,1%. Zuschauer auch zugelegt, 2,6%. Sponsoren, 12,2% mehr Kohle rumgekommen. Sehr schön. Und das Prestige und Gehälter, die sind auch hier um 1,9 gestiegen. Kann man irgendwas gucken? Nee. Regionalliga, Bayern. Wie sieht's denn da aus? Ja, das steht, das ändert sich nicht. Ich glaube, das ist irgendwie wahrscheinlich, oder ändert sich nicht viel. Das war ja ähnlich. FIFA-Rangliste. Da steht Deutschland nur auf der 5. Brasilien ja durch den WM-Titel natürlich ist wieder hochgekommen. Argentinien auch. England zweiter mittlerweile. Europas Top 11. Jetzt wird's wieder spannend. Kiyotake hat es geschafft. Guckt euch das mal an. Kiyotake hat es jetzt tatsächlich in die 11 des Jahres geschafft. Europas Top 11 sozusagen. Lyon hat 2 Spieler drin. Da ist jemand von City. Nasri, Oscar von Chelsea. David Silva auch von Man City. 2 Italiener im Sturm, Marchisio und Daniele De Rossi, Balzaretti, Ranocchia,
Mapu Yangam Viva und Janmat von Feyenoord und Ochoa im Tor von Lyon. Gar nicht mal so die großen Spieler, ne? Kein Messi, kein Ronaldo, kein Rooney, kein Van Persie und wie sie alle heißen, da könnte ich jetzt noch 5000 aufzählen. Ja, schauen wir mal weiter. Es wird wieder sportlich, Leute. Freue mich drauf. Wir haben hier die Auslosung für die erste DFB-Pokal-Hauptrunde. Wir beschleunigen das natürlich ein bisschen und bin gespannt, wo wir hin müssen. Wir können, oder beziehungsweise wir müssen, zu den Stuttgarter Kickers. Das habe ich eben nicht aufgepasst. Sind die aus der dritten Liga abgestiegen oder sind die wieder aufgestiegen? Irgendwas war doch da, Stuttgarter Kickers. Ich glaube, die sind abgestiegen, ne? Ist egal, ob es entweder Drittligist oder Viertligist. So, der Saisonbeginn, Europapokal-Teilnehmer. Wir sind der ominöse Vierte. Da wird sich noch entscheiden, wo wir jetzt hinrutschen. Ob wir hier oben bleiben in diesem Topf, im Champions League. Oder ob wir hier unten, in die Sackgasse geraten. Quasi in die Slums des europäischen Fußballs. Ne, das war natürlich jetzt ein bisschen hart, aber den kleinen Bruder der Champions League. Also da wollte man natürlich nicht so gerne reinrutschen. Also wir wollen natürlich oben in der elitären Gesellschaft bleiben, ganz klar. So, erstes Interview der neuen Saison. Beachten Sie bei Transfers auch die menschliche Seite der Spieler. Natürlich, ein Spieler ist doch immer in sozialer Hinsicht ein Teil der Mannschaft. Das muss einfach passen. Mal schauen, Moral alle plus 3. Das war natürlich eine ordentliche Antwort. Okay. Gut, die Spannung steigt. Wollen wir mal gucken, was wir jetzt hier rausholen können. Also gefordert wird von uns jetzt hier der internationale Wettbewerb. Das bedeutet, wir müssten wieder ungefähr so einlaufen wie in der letzten Saison. So 5., 6. Platz müsste da passen. Ich denke, das ist auch realistisch. Wenn ich jetzt hier noch hochgehe, ich denke, ändert sich hier unten nicht viel. Also ist es Blödsinn. Internationaler Wettbewerb, das lasse ich mir gerne mal so auf die Stirn schreiben, dass wir das erreichen müssen. Haben wir es ja schon zweimal geschafft. Warum nicht jetzt auch? Ne? Das ist die Frage. Also ich meine mit internationalen... Ja, spielen mit dieser Doppelbelastung, das kennen wir ja jetzt mittlerweile. Wir sagen mal Pokal-Viertelfinale, das heißt vierte Runde, das ist auch realistisch. Und internationaler Pokal-Gruppenphase, da würde ich sogar eher sagen, dass wir hier das Achtelfinale mal anpeilen. Das müsste eigentlich schon hinhauen. Da haben wir hier ein bisschen mehr Kohle, das passt schon. Nehmen wir das Achtelfinale mit, Viertelfinale normaler Pokal, also heimischer Pokal und internationaler Wettbewerbqualifikation in der Liga. Das müsste funktionieren. Sonstiges 2,6 Millionen Infrastruktur ist sehr, sehr viel. Aber das will ich auch so haben. Wir haben nämlich noch einiges vor. Vielleicht können wir auch ein bisschen was am Stadion noch rumbauen, dass wir da ein paar Plätze noch hinzugewinnen. Also von daher lasse ich das so stehen. Ist in Ordnung. Würde ich sagen, gehen wir weiter. So, es wird voll. Es wird sehr voll, liebe Leute. Wir haben mal wieder einen ganzen Schreibtisch voll Mails. Alen Halilovic ist hier auf der Transferliste, der ist mittlerweile 18. Der hatte ja eigentlich, der ist fertig gescoutet, der hatte gar nicht mal so schlechte. Also der ist zumindest auf Fähigkeiten 65. Wo soll der denn hingehen? Da steht ja irgendwo, wo der Interesse, wer da Interesse hat. Jährlicher Bericht gucken wir erstmal. Wir haben die Saison mit einem Gewinn von 23,51 Millionen abgeschlossen. Im Vorjahr waren es noch 10, also das heißt, wir haben natürlich, ja, die Champions League, klar, 13 Millionen mehr eingenommen als letzte Saison. Mika, Linksverteidiger von Sporting, ist auf der Transferliste. Hier beenden irgendwelche Knallköpfe ihre Karriere, die ich nicht mal kenne. Ja, Pokalauslosung. Haben wir gesehen, Stuttgarter Kickers. Pokalauslosung für unsere zweite Mannschaft ist der SC Freiburg 2. Ich wollte aber gerne noch hier den Halilovic eventuell mal... Wir haben Transfers 28,8 Millionen. Ja, logisch, weil natürlich die letztjährige Summe auch noch obendrauf kam. Das waren ja auch nochmal ungefähr, ich glaube, 8 Millionen. Vertragsverhandlungen, ist der denn? Er teilt ihnen eine deutliche Absage. Anscheinend sind wir für ihn eine Nummer zu groß. Ach so, also er denkt, dass er nicht die Fähigkeiten hat für uns, noch nicht. So, KSC, 600.000 bezahlen wir für eine weitere Saison mit dem KSC. Dann wollen wir mal schauen, wen wir da hinschicken. So, Kooperationsvertrag abgelaufen mit Leipzig. Ist eigentlich schade, ne? Da hätten wir zwei Zweitligisten, aber wollen wir mal gucken. Vielleicht können wir uns ja noch einen holen. Hier sind erstmal 500 Leute auf die Transferliste gesetzt worden, die in unserem Blickfeld sind. Unter anderem Heung-Min Son.
Hoeng Min-Son, wo so, wer will denn da, also der wäre natürlich für einen Sturmplatz nicht so verkehrt, aber da habe ich ja schon gesagt, das ist einfach der Torriecher nicht funktioniert. Also das ist nicht so optimal. Und ich meine, links außen und rechts außen haben wir schon bessere, muss man einfach so sagen, die auch vom Alter ungefähr gleich alt sind und da sogar noch weiter sind. Chandler ist hier über die Personalpolitik verärgert, dass wir halt Packard verkauft haben. Verliert 10 Moralpunkte, muss er einfach mit klarkommen. Kiyotake nimmt es nicht sonderlich schwer hin, dass jetzt der Mali da ist, aber da muss er ja auch gar nicht, er ist 10 Punkte stärker. Ist in der Weltauswahl gewesen, sagen wir mal, 11 des Jahres, also der muss sich mit Sicherheit nicht hier vor Mali fürchten. So, Mali steht unter Vertrag, Rücken Nummer 35, das akzeptieren wir einfach mal so. Website ist, glaube ich, in Ordnung. So, Maximilian Arnold ist da. Da akzeptieren wir die Nummer 9. Nee. Nummer 9 nicht. Die ist ja durch Packard frei geworden. Ich würde sagen, die 36. Da machen wir auch eine Website. Und Kovacic ist auch da. Den haben wir ja ausgeliehen. Da akzeptieren wir die Nummer 16. So, Julian Wiesmeier Ansporn durch Arnold. So will ich es sehen. 75er Stärke hat er mittlerweile. Ganz, ganz große Klasse. Und ja, Chandler findet Maximilian Arnold ganz dufte, gewinnt dann also seine verlorenen 10 Moralpunkte zurück. Das nenne ich doch mal ausgeglichen. So, Scoutbericht. Siegenthaler hat 10 Spieler gefunden aus Serbien. Da wollen wir doch mal gerade reinschauen. Höchstens hier Stankovic von Partizan Belgrad. Der ist aber auch schon 26. Das ist der vom Talent hier, dem am meisten bescheinigt wurde. Die sind aber auch noch nicht fertig gescoutet. Also lasse ich den mal noch... Nee, Mr. Urs. Also nicht hier bei der Hälfte aufhören und wenn, dann musst du das schon richtig machen. Serbien. Ach, ich habe ihm, glaube ich, nicht eingegeben, dass der da permanent suchen sollte. Ich lasse mal über 68, lasse ich mal suchen. Und, was machen wir denn mal? Wir wollen einen defensiven Mittelfeldspieler haben. Das heißt, wir müssen eigentlich defensives Stellungsspiel haben. Das nehme ich mal ein bisschen höher. Machen wir mal hier 74 und dabei hier ein bisschen runter. 64. So, nur realistisch lassen wir mal raus. Permanent beobachten. Den nehmen wir mal 72. Also wir wollen es ja nicht so viel jetzt. Das soll ja auch ein paar Leute finden, ist ja klar. Also ist ja nicht gegeben, wenn du jetzt wirklich so alles so hochpokerst, dass der überhaupt welche findet. So, sie hatten es gewusst, die Zukunft gehört William Barbio. Gewinnt hier Moral und Vertrauen in mich. Angebot von Hauptsponsor. Jack Wolfskin, 5,9 Millionen, das ist doch schon was anderes als dieses Almosen-ähnliche Gebilde, was wir vorher hatten. Da wollen wir nochmal gerade verhandeln, jetzt wird's spannend. So, 11,2 fordern wir, also die wollen nur ein Jahr, glaube ich, machen, das ist klasse. Wir könnten höchstens versuchen, eins mehr noch zu machen, gehen wir hier ein bisschen runter. Hier können wir auch ein bisschen runtergehen bei den Prämienzahlungen. 6 Millionen ist schon ordentlich. Die müssen uns natürlich noch entgegenkommen. Also Angebot haben sie noch nicht auf 2 Jahre erhöht. Das hoffe ich, dass das noch klappt. So, hier gehen wir ein bisschen runter. Das sind ja alle Sachen hier mit Meisterschaft und so. Das ist ja nicht gesagt, dass es auch nicht so kommt. Die sollen mal hier auf 2016 hochgehen. Das würde ich nämlich gerne mitnehmen. Guckt euch das mal an hier. Das ist ja... Fast, das sind ja fast schon 8 Millionen. Kommt schon. Kommt schon, geht auf 2016 hoch. Ich gehe mal hier ein bisschen runter. Die auch hier oben ein bisschen runter. Wir haben noch 16 Sekunden. Ich muss die Uhr immer so ein bisschen im Auge behalten. 8,27 Millionen. So, hier gehe ich ein bisschen runter. 5 Sekunden, 4. Unterschreiben wir das Ding. So. Das heißt für uns 8,27 Millionen. Es ist nur bei ein Jahr. Aber wenn wir halt eine gute Saison spielen, bin ich davon überzeugt, dass wir dann auch wieder so ein gutes Angebot bekommen werden. Da haben wir es jetzt. Das ist eine wunderbare Summe. Damit kannst du wirklich leben. Wir wollen den auch sofort mal hier am besten den Kapitän hier vorbeischicken. Wo haben wir denn den guten Raphael Schäfer? Habe ich den jetzt schon wieder übersehen? Nee, da ist er. Nee, nicht Sabitzer. Sabitzer vielleicht in ein paar Jahren, aber jetzt noch Schäfer. Schicken wir den mal dahin, dass die auch sofort merken, dass wir wirklich hier ein seriöses Unternehmen sind, liebe Leute. So, die nächsten News noch abarbeiten. Das sieht natürlich schon alles viel besser jetzt aus hier. Was ist das da? Kann ich das da oben hinmachen? Irgend so eine Puderquaste. Eine hübsche Summe Privatvermögen. Machen wir mal. Was ist das? Kaviar. Sehr interessant. Wer ist denn nicht aus der Dose, ne? So neben dem Schreibtisch, neben dem Laptop. So, was Karlsruhe will William Barbio holen.
Das ist natürlich optimal, weil da hätte ich mir sowieso jetzt die Frage gestellt, was machen wir mit dem? Und wenn Karlsruhe schon ankommt und von sich aus Barbio haben will, dann machen wir das natürlich auch so. 70% der Ligaspiele muss er machen, sonst müssen die das Gehalt übernehmen. So, einen haben wir schon mal weg. So, er wechselt gemäß des Kooperationsvertrages. Der Mann wird auch nur hin und her geschickt, ne? Merkt er was? So, standesgemäße Vorstellung für Arnold und auch für Mali. Transfermarkt ist geöffnet und wir haben jetzt 28 Millionen zum Verkloppen. Also das wird jetzt eine ganz interessante Vorbereitung. Scouting-Büro, noch 8 Tage, dann können wir hier auch was nachlegen. Teamdynamik, mal gucken, die steht auf 222. Wir müssen mal schauen, was wir natürlich jetzt hier für Spieler haben, die wir begrüßen müssen. Also erste Mannschaft mal schauen hier. Ja, die sitzen natürlich jetzt alle bei uns, die ganzen Jungs, die zurückkamen. Mack, Breuer und was sag mal, Itta, Rüştü, Grunert, Kortschowski, Gangkamp, Böckmann, Junge, Junge, Junge. Einige. Ich denke mal hier Arnold, da müssen wir mal anfangen mit Spielergesprächen. Herzlich willkommen. So, die werden natürlich, und auch Mali, die werden natürlich die Vorbereitung bei uns mitmachen, wenn nicht vorher Karlsruhe sagt, wir wollen die haben. Und dann müssen wir halt mal schauen, weil das wären eigentlich prädestinierte Spieler, um die wirklich auszuleihen. Vor allem der Arnold hier mit seinen 4 Talentsternen. Den dürfen wir bei uns nicht vergammeln lassen. Und auch der Böckmann hier mit 18 Jahren, Stärke 65, 3,5 Talentsterne. Da kann auch was draus werden. Ich will mal gerade gucken. Normalerweise würde ich die mal alle wieder nach unten verschieben. Zweite Mannschaft, da sind ja einige, glaube ich, Verträge auch ausgelaufen. Ne, sind es gar nicht. Guckt euch. Oh Mann. Mann, warum haben die so lange Verträge? Ich verstehe es nicht. Was haben wir denn hier? Dittrich, Eras, das sind Jungs aus der Jugend, die noch hochgekommen sind, genau. Genau wie Maximovic, Entschuldigung. Habe ich doch einen leichten Schluck auf. Wo habe ich den denn her? Ich hoffe, der verstärkt sich jetzt nicht. Wäre etwas ungünstig und peinlich. So, Timmy Simmons. Ja, bei ihm wird es langsam knapp. Ne? Ihr habt es ja gesehen. Er hat einen Punkt verloren bei der Saisonauf- bzw. Abwertungsrunde. Eine 69 ist nicht die Welt. Der ist auch nicht mehr. Ihr seht es ja. Er ist langsam wie wie eine Schnecke. Der ist natürlich immer noch sehr konstant und defensives Stellungsspiel ist auch schon nicht mehr so gut. Also bei ihm wäre es mittlerweile echt an der Zeit, dass wir da sagen, er soll in der zweiten aushelfen. Ich muss mal gerade mal gucken. Zweite Mannschaft. Ja, dann könnte ich schauen, ob man vielleicht Van Hagen oder Zeitz nochmal ausleihen, dass dann der Timmy Simmons da unten reinkommt, weil du kannst normalerweise keinen da hinten auf dieser wichtigen Position laufen lassen, der so schwach ist. Naja, mal schauen. So, da haben wir schon mal Testspiel gegen Karlsruhe. Das ist schon mal klasse. Dann haben wir das nämlich schon mal geregelt und wir müssen uns dann nicht um irgendwelche Mannschaften kümmern und Testspiele. So, das heißt 3 Tage Pause, dann könnten wir hier noch spielen. Wir haben jetzt die 2 Wochen, bis dann unsere, ja, WM-Fahrer wiederkommen. Das heißt, die müssten eigentlich hier am 14. oder 15. wieder eintrudeln. Das heißt, dann müssten wir hier irgendwo das Trainingslager ansetzen. Das Karlsruhe-Spiel sitzt da so ein bisschen blöd im Weg. Oder wir machen das Trainingslager noch später, das heißt in dem Bereich hier. Das könnte man natürlich auch machen. Champions League Playoff, das kommt auch ein bisschen später, also zum Glück nicht irgendwo hier. Dann müssten wir gucken, dass wir vielleicht das Trainingslager hier nach dem Karlsruhe-Ding machen. Dass wir dann vielleicht hier wegfahren. Mannschaft. Trainingslager. Wollen wir mal schauen. Ich muss natürlich jetzt davon ausgehen, dass wir hier mit Fitness wieder arbeiten müssen. Dann haben wir jetzt hier so ein paar Möglichkeiten. Ich würde sagen, vielleicht können wir auch nochmal nach Dubai eiern. Oder ist das eigentlich eher nur so eine Sache, die im Winter genutzt wird? Da haben wir es. Nairobi. Oder was haben wir hier? Da mal Dubai. Dubai ist sehr gut für Taktik und ist auch sehr gut für Fitness. Ja, lass die nach Dubai fahren. Fliegen. Fahren wäre ein bisschen schlecht. Dann glaube ich, dann sind die in 2 Jahren noch dran. Ja, fahr mal nach Dubai. Ich bin mal gespannt, ob wir da irgendwelche Mannschaften bekommen, gegen die wir spielen können. So, mal gucken. Freundschaftsspiel. Aha, da sind sie doch schon alle. Eimann Club. Eimann Club ist klasse. Dann können die, das heißt, die spielen am Dienstag. Das heißt, die können dann am Samstag wieder spielen. Am Samstag. So, Freundschaftsspiel. Was haben wir da? Al-Wasl FC. So, 1, 2, 3. Ne, würde ich sagen, spielen die hier nochmal und dann am Ende. So, Freundschaftsspiel. Al-Jazira SCC. Das klingt eher so wie so ein Fernsehsender. Und nochmal gegen Al-Shabab Al-Arabi Club. Gut. Haben wir das auch schon mal erledigt. Das ist eigentlich klasse, weil diese Mannschaften, die sind nicht zu gut, die sind aber auch nicht zu schlecht. Das ist eigentlich ein schönes Mittelding. So, die spielen hier. Das sind natürlich dann alles, ja, Spiele, wo Kleinrinderfeld. Ja, schöner Name, da müssen wir hinfahren.
Das sind natürlich alles Vereine, die natürlich jetzt für uns nur zum Aufbauen da sind, weil die WM-Fahrer noch nicht da sind. Das heißt, geregelte Spiele können wir eh noch nicht machen. TuS Euskirchen fahren wir da natürlich auch hin. Und ich würde sagen, jetzt da kommen die wieder. Dann können wir hier eigentlich noch ein Spiel machen. So, machen wir wieder irgendwas Schlechtes. TSV Hauptstadt. Das hört sich doch sehr gut an. Und dann am Samstag. Genau, dann haben wir nämlich da noch ein bisschen Pause zum Karlsruhe. Ne, ich mache jetzt Sonntag. So, Freundschaftsspiel Sonntag. Vielleicht mal ein bisschen stärkeres. Haben wir irgendwas Gutes? Ne. Was haben wir denn hier? Aachen, Halle, Babelsberg. Wir können mal gegen Fortuna Köln spielen. So. Fortuna Köln. Dann kommt das Karlsruhe-Spiel. Dann kommt das Trainingslager. Und dann können wir eigentlich hier da einen Laktattest mal machen. So. Gut, dann würde ich sagen, spielen wir, nee, da nicht. Wir haben jetzt 3 Tage Pause, dann machen wir hier wieder eins. So, da noch ein Freundschaftsspiel. Starke Gegner, nee, Leverkusen will ich nicht. Ich hätte ja alles genommen, aber nicht die. Laden wir uns mal einen Club ein. Wir laden uns einfach mal was Gutes ein. Was relativ Gutes. Aus Holland. Den Pokalsieger, würde ich sagen. SC Heerenveen, die können mal zu uns kommen. So, SC Heerenveen. Dann haben wir hier noch was. Dann haben wir nämlich den Rhythmus schon mal drin. Dann spielen wir hier. Freundschaftsspiel. Mal gucken, haben wir hier noch irgendwas Starkes, Gutes. Nee, aber immer nur Deutsche. Wenn da irgendwas, irgendwas Gutes aus dem Ausland da wäre, aber... Ich würde sagen... Neckarems. Neckarems. Fahren wir da nochmal hin. So, und dann kommt schon Stuttgarter Kickers, dann der Pokalauftakt. Saisoneröffnung. Was ganz wichtig auch sein wird... Ich denke mal, hier können wir das machen. Sponsorentag. Dass wir einfach Sponsoren bekommen, weil wir haben jetzt ja einiges da, ist uns da weggebröckelt, logischerweise. Wollen wir mal hier gucken, Namensrecht natürlich nicht, aber guckt euch das mal an. Also wir können hier alles neu besetzen. Wir haben jetzt hier Yamaha drin, wir haben TUI drin und da können wir alles neu machen. Bandenwerbung haben wir auch noch 26 Plätze frei, aber schon 1,1 Millionen eingenommen. Klasse. So, was ich jetzt noch machen muss... Ich muss jetzt nochmal für alle hier den Marktwert anpassen. So, so nach der WM kann ja sein, dass da irgendwer noch gestiegen ist. Ich gehe sogar davon aus. Westergaard, war mal den. 12,5 ist er mittlerweile wert. Genauso wie Kiyotake. Wiesmaier 8,75. Was ist denn mit Sabitzer? 17,25. Ja, ganz klar der wertvollste Spieler für uns. So, Böckmann haben wir hier. Da haben wir Breuer, das ist Pascal Itter, da haben wir Sabitzer. Der muss natürlich unverkäuflich gemacht werden. So, er ist der Erste. Kotschowski, Arnold, Westergaard natürlich. Und Wiesmeier, wen haben wir denn da noch? Hoffmann. Hoffmann würde ich auch sagen, dass wir den auch unverkäuflich machen. Änderungen übernehmen, so. Jetzt können wir das gerade mal hier nochmal gucken. Aber das ist natürlich im Moment alles sehr voll. Also, wir haben 2 Torhüter. Wir können theoretisch in der dritten... in der zweiten Mannschaft dann einen hochholen, falls Bedarf wäre. Rechtsverteidiger haben wir 2, theoretisch. Wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass der Vollner auch da spielen kann. Linksverteidiger haben wir auch keinen Bedarf. Innenverteidigung ist auch perfekt, würde ich sagen. Kotschowski, der bleibt oben. Also der kann mit seiner 65 dann in der ersten bleiben. So, da müssen wir gucken. Itta wäre eigentlich ein Kandidat für eine Laie. Dann müssen wir gucken, dass wir noch einen nachkaufen. Dann haben wir dann wieder 5. Also wenn ich dann Simmons nach unten ziehe. Rechtes Mittelfeld. Ja, Gebhardt. Franz, Sabitzer, Mack. Also es passt schon. Esswein, Arnold und Wiesmeier auf links. Das ist gut. Also theoretisch kann ja der Gebhardt auch noch auf links. Dann haben wir da auch 3 Spieler. Offensives Mittelfeld haben wir Mali, Kiyotake, ja, und Sturm, ist klar. Also mit diesem Sturm können wir nicht in die Saison gehen. Das ist euch klar. Also das wäre leichtfertig. Da müssen wir auf jeden Fall einen Kracher noch ranholen. Wir haben ja den Packard verkauft, wie gesagt. Und da müssen wir jetzt mal gucken, wen wir da ranholen. Ich denke mal, so ist es eigentlich schon fast in Ordnung. Ich kann mal gerade schauen, was hier noch anliegt. Oder ansteht. Internationale Jugendcamps. Da können wir natürlich mal was machen. Ne? Wir haben ja Baukosten 14,7 Millionen. Das heißt, da könnten wir eigentlich mal was machen. Ich würde gerne, sehr gerne, und das habe ich mir gut überlegt, ich würde gerne nach Belgien eins machen. Weil wir haben ja mit Timmy Simmons einen, der ist relativ alt, der wird irgendwann aufhören. Der wird dann bei uns in den Mitarbeiterstab gehen. Das wäre natürlich prädestiniert, wenn Timmy Simmons dann irgendwo in Belgien bei einem von unseren Jugendcamps dann einfach da den Campleiter macht, quasi den Scout oder Trainer, wie auch immer. Müssen wir mal gucken. Lüttich wäre eigentlich super. Also in Brügge ist irgendein Chinesenverein hier, Evergrande.
Also eigentlich wäre Lüttich super. Müssen wir mal gucken. Ausbaukosten 4,75. Wir wollen natürlich dann eins haben, was ein bisschen mehr kostet. Ich würde fast sagen... Ne, das ist zu teuer. Ich würde sagen, das hier. Das sind 9,5 Millionen. Das heißt, wir hätten dann noch knappe 5 übrig, was gut ist. Und wir können auch noch ein bisschen verschieben dann. Das würde ich gern machen. Also, das würde 400 Tage dauern. Das heißt, wir würden ja im guten ersten Drittel der nächsten Saison dann dieses Jugendcamp fertig haben. Und dann kann es losgehen. Das machen wir so. In Lüttich. So, da baut jetzt der 1. FC Nürnberg ein Jugendcamp in Lüttich. Das ist auch eigentlich gar nicht so schlecht, weil die Spieler, die von da kommen, die ja, können wahrscheinlich eher schon Deutsch, weil es gibt ja teilweise Regionen in Belgien, wo Deutsch Amtssprache ist. Sieht man auch da, offizielle Sprache, Deutsch, Französisch. Oder natürlich dann durch die Hilfe von Timmy Simmons und allen möglichen, die dann da noch helfen könnten. Das finde ich super. Ich hatte das ja wirklich lange hatte ich das in Planung mit dem Jugendcamp. Ihr habt mir das auch öfters in die Kommentare natürlich reingeschrieben. Aber es war nie möglich bis jetzt. Und weil wir haben ja wirklich so viel schönes Geld geholt haben, war es jetzt einfach dann machbar. Und das finde ich klasse. Da bin ich sehr gespannt. Dauert natürlich jetzt seine Zeit. Aber wir haben es ja bei Belgi gesehen. Hatte der das Ding da in Rotterdam fertig und hat sofort einen 4,5 Talentsterne-Männchen da rausgezogen. So wollen wir das natürlich auch bestenfalls haben. Ja, liebe Leute, ich denke mal, für den ersten Überblick müsste es für diese Folge dann gewesen sein. Und in der nächsten Folge können wir uns dann ganz den Transfers und so weiter widmen, weil Kalender haben wir ja auch schon alles schön fertig. Und natürlich dann die Kaderplanung müssen wir schauen, wen verleihen wir, wen schieben wir in die zweite, wer wird verkauft. Das wird spannend, das kann ich euch garantieren. Und ja, dann sehen wir uns sofort wieder. Bis gleich.